Und wir gucken mal, das ist nämlich, was es aus Pappe gibt, ist auch unglaublich. Wir hatten bei Impunto ja auch mal so ein Sofa aus Pappe da. Wir haben uns dann anschließend alle draufgeschmissen und geguckt, hält uns das wirklich aus? Ich glaube, 8 Leute gingen ganz locker drauf. Und an das musste ich gleich denken, als ich die Bilder von Bartek gesehen habe. Der macht nämlich wirklich alles aus Pappe. Pappe ist auch ein ganz, ganz geiles Arbeitsmaterial. Also es ist ja in sich sehr stabil, sehr leicht, leicht zu verarbeiten. Also macht jetzt eben keine Späne wie Holz oder sowas. Im normalen Leben ist Bartek Grafikdesigner. Sein Arbeitsplatz am Computer, seine Arbeit digital. Die einzige Handarbeit ist das Klicken der Maus. Das war ihm nicht genug. Und so fing vor 3 Jahren die Sache mit der Papercraft-Kunst an. Die Grundidee ist ja, dass man wieder zu analogen Layouts wechselt, also jetzt sei es Papier, sei es Pappe. Ja, das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Es ist nicht Copy and Paste oder sowas. Es hat schon nochmal was Persönlicheres oder so, glaube ich auch, wenn man etwas baut oder per Hand herstellt. Seine Wohnung ist mittlerweile fast ein Papercraft-Museum. Bekenntnis, der Pappfernseher zum Beispiel ist der einzige Fernseher in der Wohnung. Der Riesen-Ghetto-Blaster, 4,5 x 2,5 Meter, war eine Auftragsarbeit für das internationale Radiofestival in Zürich. Oder der Pappkamin gegen die soziale Kälte, den Bartek einfach auf der Straße aufgestellt hat. Zum Falten, Basteln und Kleben, zum Papercraften, geht er ins Atelier. Um die Ecke in einem alten Fabrikgebäude hat sich Bartek einen Bastelplatz gemietet. Für jedes Objekt macht Bartek Entwurfskizzen, eher künstlerisch als technisch. So eine technische Zeichnung mache ich grundsätzlich, könnte ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Das ist wirklich nur so grob, die Idee vom Objekt zu erfassen. Die Idee bei der neuen Arbeit? Eine Uhr mit Sensenmann. Die Zeit tickt. Der Tod wartet schon, genau. Na dann los, der Tod wartet schließlich schon, dass er erstmal gebastelt wird. Das Material, ganz normale Wellpappe. Und dann wird geschnitten, gefaltet, gesteckt und wieder geschnitten. Viel schneiden, viel prüfen, ob die Maße sitzen, ob das alles irgendwie passt. Ja, so entwickelt sich dann so ein Modell. Auf seine Skizze guckt Bartek kaum. Eine vorgefertigte Faltanleitung gibt es logischerweise nicht. Aber Bartek scheint genau zu wissen, was er wie, wohin falten und stecken muss. Ja, so grob habe ich das schon im Kopf. Ja. Und so bastelt, faltet und klebt Bartek. Und Stück für Stück wird aus zweidimensionalem braunem Karton die Sensenmann-Uhr. Das Grundgerüst ist nach etwa einem halben Tag fertig. Insgesamt wird die Arbeit etwa eine Woche dauern. Also ich werfe da schon den Fanatiker-Ruf auf jeden Fall ab. So zwischen Obsession und Fanatismus oder sowas. So wie die Sache mit dem Paper Stuff. Als nächstes hat Bartek vielleicht einen Auftrag in Singapur. Und einen großen Traum hat er auch. In der MoMA, Museum of Modern Art oder sowas. Da würde ich mich ganz gerne mal sehen, ja. Mit den Papparbeiten. Na, das ist doch mal was. Ein Pappwunsch, nicht aus Pappe.